Wir sollen uns einen falschen Deportationszug besorgen? Man kann doch nicht das ganze Dorf verschwinden lassen, ohne dass jemand was davon bemerkt. Wir werden doch nicht an Verrückten gläuben. Wir werden die Deportierten und die Deutschen sein. Wir werden ihn uns kaufen beim Händler, Waggon für Waggon und ihn aufs Gleis stellen. Wer will Nazi sein? Ich meine Deutscher. Rabbi, ich bin bereit. Sie wissen schon, wo Palästina liegt. Das ist nicht hier um die Ecke, hä? Die fährt noch herum die Welt, Rabbi. Glaubt mir. Opa, Mordechai, los geht's! Ja, bis Dümmeres, dass sich selbst zu deportieren, gibt es gar nicht. Wenn Sie uns schon deportieren, sollen Sie sich wenigstens anstrengen. Ich verlange also nur von Ihnen, wenn Sie perfekt Deutsch sprechen wollen, ohne eine Spur von jiddischem Akzent, den Humor wegzulassen. Man kann nicht einfach Deutscher werden. Man muss sich das Deutschsein verdienen. Man muss sich anstrengen, um mal Deutscher zu werden. Ich wollte Rabbi werden, aber die Stelle war vergeben. Und weil ein Verrückter fehlte, dachte ich mir, ehe jemand anders verrückt wird, werde ich verrückt. Ich weiß nicht, ob man die Deutschen mit jüdischem Glauben als Nazis oder als Juden betrachten soll. Hey, Hitler! Genial, die Idee. Du bist wirklich unglaublich. Schlomo Reich sollst du werden. Wie heißt du weiter? Schlomo Rothschild. Merkt euch diesen Namen.